Die Mutti ist die Beste. Frau, die macht gerade einen Geschirrspüler und ist sehr, sehr gereizt. Die Beilage. So, heute gibt es Romanesco unter anderem. Dann noch die Pilze. Aber das ist nur ein Teil der Beilage. Das wird halt wild. Heute wird es wirklich wild und es gibt feinstes Fleisch hier. Käse und oh. Hat der Vater setzt erstmal Prioritäten. Das für die Mutter. Das ist eine kleine. Das wurde geschickt, oder? Na logisch. Wir stoßen an. Ich habe seit gefühlt 2 Jahren kein Bier mehr gehört. Ich alle. Ich habe Halskratzen. Sag's. Ich will es für nicht. Ich auch nicht. Karlsberg, frisches Urpilz. Die Apfelkuchen, die Enteich. Ich will das nicht. Das ist viel zu viel Wasser drin. Das regt mich schon wieder alles. Das passt an. Perfekt. Dann bitte alles auf einmal. Wisst ihr was hier? Alles auf einmal geht nicht. Das ist viel zu viel Wasser drin. Nein, das passt perfekt, glaub mir. Kennst du den Archimedes? Archimedes saß in der Badewanne. Ja, das ist auch spritzt. Das passt perfekt. Du passt perfekt. Das passt perfekt. Ja, was ist das? Das ist doch mal nicht drin im Wasser. Das läuft nicht immer. Das ist ein bisschen rein. Das ist doch heiß. Ich liebe es mit dir zu kochen. Ich liebe das alles überhaupt nicht. Die brauchen wir gerade für den Frecher, ne? Wie bitte? Ich will das alles gar nicht. Das ist nicht so schlimm. Du bist Familienvater. Meißner Porzellan. Hallo. Meißen. Meißen. Ich distanziere mich. Keine Werbung bitte. So, mein liebster Vater. Romanesco kann man im Prinzip essen. Bitte den Romanesco in Gänze hier rein, ohne das Wasser, was in der Schüssel ist, mit reinzugeben. Ohne Wasser? Damit ich das schön mache. Ich hoffe, die Hände sind gewaschen. Die sind gewaschen. Ich hoffe, wir haben genug Band. Also kann ich eine kurze Pause machen? Ja. Ja, das ist gut. Kann man sogar noch was machen. Jetzt tropfe ich mit den Hals hoch, sonst bilde ich dadurch noch was ein. Ich bilde mir nicht. Läuft's Band? Das wäre es nicht an. Also ich würde nie sagen, ich würde nie kochen, wenn es nicht schmeckt. Also ich koche nicht, was mir selber nicht schmeckt. Es muss nicht immer schmecken. Es muss nicht immer schmecken. Ja, das denke ich mir höchstens, wenn ich im Club nach dem Club eine gute Frau nach Stich und Faden verwöhnen muss. Ja, ja. Das stimmt. Ich soll ja nicht mal Geschichten erzählen von 1900. So, jetzt so. Die Pilze noch drüber? Einfach so drüber. Träufeln. So. Bitte nicht ganz so langsam. Es hat jetzt ungefähr 5 Minuten gedauert. Also für mich waren das ja nur eine Sekunde. Ja, wegen Schnitt. Du hast kein Band. Ne? Nee, die sind sehr kreuz geschnitten. Das ist schon gut. Bissfest müssen die sein. Bissfest. Was ist mit dem Display? So. Ja, das ist aber hier. Nee, das ist schon okay. Ja. Und jetzt bitte nicht so, da muss so ein bisschen. Es muss fluffig sein. Eben, es muss Luft dazwischen sein. Muss Luft. Ja, dann, so, jetzt Luft. Bitte, jetzt bitte Salz 2 Prisen. Also nur 2-mal drehen. Aber das Ganze verteilt bitte. So, ja? Und so. Ja, das ist 2. Das ist ja aber irgendwie auch Show als. Ja, jetzt sind wir am länger drehen können. So, davon gerne 4 Prisen. 4 Prisen. Das sind zunächst 6, das ist 7. Nee, 7. Und jetzt damit reichlich bitte. Reichlich? Wie soll ich denn das machen? Musst du mit den Fingern reingreifen. Mit den Fingern? Ja. Was ist denn das überhaupt? Weiß ich nicht. Mehr. Mehr? Ich mach's das gut. Was ist denn das? Das ist scharfer Mist, aber nicht so scharf wie sein soll. Noch einmal? Großzügig auf die Fläche? Na! Dann ein bisschen noch. Ja? Sehr gut gemacht. Das ist Rost. Was? Oh, sollte man nicht einatmen. Grüße gehen raus an meinen lieben Bruder, der das mitgebracht hat, aus Ungarn. Die Schale? Nee, das Gewürz. Und nun den Ziegengouda gleichmäßig verteilen. Sehr schön. Oh. Nee, ja, ja, ja. So, oh, das ja, ist ja jetzt durchdacht. Ich hoffe, du hast gut ausgemessen. Warte, hier lappt was über. Nee, das kannst du zerteilen, das Ding. Na, hier wird nicht zerteilt. Das müssen wir mit Liebe machen, so. Na, das ist Nein, das so. Was machst du? Ja, hier ist noch was drin. Jetzt rupst, ja, ja. Ach, nee, oh, geil.
Vater. Ey, das sieht doch gut aus. Das ist Teamwork, ist das. Mhm. Hast du schon mal eine Ziege gemolken? Schaut auf der Nelson Müller. Das Vieh ist Kettenraucher geworden. Ne, das ist der letzte von Urlaub. Ja, ja. Ja, wirklich, das ist viel. Mach was, ja. Ein bisschen weg, das ist dreckig. Ich bin Mitarbeiter im Bergbau, das bin ich gewohnt. Mal sehen, ob das schneller geht als in Polen. Ja. Finger weg. Der Käse schwitzt schon vor Angst. Ja, das gehört dringend in den Ofen. Das wird er nicht. Das wird wirklich nicht, das kann nicht sein. Und was haben wir jetzt für Temperatur? Das passt schon. Lass. Soll ich mal eine Uhr stellen? Das nee. Ist, nee. Alles per Augenmaß. Na. Oh, da. Geh weg. Ja, na ja. Das reicht, das passt schon. Ja, haben wir so einen Sinn. Ist nur ein einziges Steak. In zwei Bordwurst. Na ja, das wird schon. Das wird schon. Okay, lass uns mal das größte bisschen Fleisch. Ach, das ist egal. So, seht euch dieses Prachtexemplar an. 1 Kilogramm feinstes Fleisch. Das macht mich schon. Also ich muss sagen, das. Oh. So, ich habe jetzt feinstes Rinderblut an Bein und Hose. Das ist natürlich sehr gut. Naja, müssen natürlich noch Fotos machen. So. Dann liegt das hier weit aus. Ja, das ist nicht so schlimm. Oh, geil. Das ist ja wirklich. Das ist ja der Hammer, ist das. So, das wird jetzt hier schweineheiß angegrillt und dann gewendet. Dann wird der Grill geschlossen und dann wird er seinem Schicksal überlassen. Und dann kommt es in die braune Tonne. Der Hintergrund ist geil. Das hier ist das pure Mannesglück. Das ist geil. Ist das. Guck dich das an. Ach, so, jetzt. Oh, perfekt. So muss das aussehen. Also wirklich perfekt. So. Das nennt man Perfektionismus. Das macht mich richtig geil. So. Hier ist eine Schnecke dran. Oh. Die kann man zur Neut irgendwie da. Das ist zu. Ja. Und das lassen wir jetzt hier einfach so. Und wenn wir das dann wieder öffnen, dann haben wir es bei Karin. Dann kommt Hector Panzer uns entgegen. Es ist soweit. Ich möchte das nicht. Ich weiß, dass er das nicht möchte. Alte Freunde des Mädenviehs und der Küche des Mädenviehs wissen, was jetzt kommt. Leg das mal mit Geist mal. Soll ich den Raum etwa effektiv nutzen? Ja. Mmh. Das ist herrlich. Eine wahre Freude. Wow. Ich wollte eigentlich nur eine Packung mitnehmen. Hast du nicht so viel gekriegt? Und dann hat der Vater halt zwei mitgenommen, weil er sagte, weil die Mutter, die isst doch immer so viel. Das ist, naja. Ja, weiß ich das. Das muss aber zweimal erledigt sein. Ja. Das werden wir sehen. Du weißt, da muss noch einer rein. Nee, mehr geht nicht. Das muss effektiv genutzt werden. Ja, die sind gut. Nein. Die sind gut. Muss viel mehr spritzen. 5-7. Nicht. Armin Laschet wird Kanzler. Armin Laschet wird Kanzler. So, jetzt der magische Moment. Wir haben wirklich nicht einmal reingeschaut in der Zwischenzeit. Bratwürste. Jawohl. Ist alles gegangen. Also ist sowas denn ausgegangen. Also die Bratwürste, die haben natürlich jetzt nichts mehr bekommen. Okay, das ist ein bisschen kühler, als ich jetzt dachte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist noch lange nicht. Scheiße. Zu löten muss es in den Ofen. Das muss in den Ofen. Wir wissen ja, jetzt mal. Okay, ich hätte ein bisschen Luft zu verlassen sollen. Das war jetzt ein bisschen. Man lernt nicht alles. Da ist nicht mehr so viel zu retten, wie ich dachte. Die Kohle hast du jetzt schon entsorgt. Ja. Ja. Herrlich. So, da der Grill abgestorben ist draußen, war wie gesagt ein Experiment, haben wir so noch nie gemacht. Nicht, nee, das war wie gesagt das erste Mal. Die Bratwürste, die kann man nur holen.
voll aufgedreht mit Grill an und Umluft und ja, die Sachen werden schon noch durch. Was müssen wir ja jetzt mal beenden? Ja. Nee, wie gerade das gewendet. Es tut mir wirklich leid, mein Liebster. Jedenfalls habe ich jetzt ein Zwei-Gänge-Menü draus gemacht. Und zwar ist der erste Gang der Gratin und die Shrimps. Und der zweite Gang ist das Steak. Ich will das alles nicht. Mutter, was sagst du eigentlich dazu? Auch ich will das schon. Es filmt, Mingus. So, bitte auf das Fleisch, mein hochgeschätzter leiblicher Erbonkel. Das wird jetzt angeschnitten. Und ich hoffe einfach, dass es gut geworden ist. Ich hoffe. Denkst du? Wenn es nie gut geworden ist, dann weine ich bitterliche Tränen. Aber das ist, also ich könnte mir vorstellen. Das war das erste Mal, dass ich so ein Dickes gemacht habe. Oh, ist das herrlich. Das ist. Mein lieber Johann. Wenn ihr das jetzt hier alle essen wollen würdet. Ich würde es am liebsten jetzt nehmen. Damit Dinge machen, die ich in die Leute sagen darf. Oh, ist das geil. Mein lieber Johann. Vater, bist du ausnahmsweise mal stolz auf deinen Adoptivsohn? Ja. Gut, mach's Band aus. Tschüss. Mach's Band aus. Wo ist er? Kannst du bitte kurz das Erlebnis dieser zwei Gänge-Menüs zusammenfassen, was den Geschmack angeht und die Qualität des Essens? Nein, reiß mal mein Bier nehmen. Das schmeckt ganz gut. Hast du gesehen, dass der Vater sich die Nasenhaare gemacht hat? Also er entfernt hat? Ja, das, der weiß ich halt genau, dass die Mutti das eingeleitet hat. Nein. Nein, das ja doch. Die Hasenhaare habe ich selber gemacht. Naja. Yes. Das sieht schon so bescheuert aus. Non-Alkoholik. Ich bin ja jetzt umgestiegen. Es wird bei mir keinen Alkohol mehr geben. Ja, dann macht er sich seinen eigenen Affekt. Nee, so. Ich habe jetzt 17 Tage durchgehalten. Also heute ist der 17. Freut er sich wieder. Ja, also ich muss ja sagen, sehr schön. Ja, es lebt. Das ist die längste Zeit seit 5 Jahren, dass ich trocken bin. Hast du eine längere Zeit vorzuweisen in den letzten 5 Jahren, wo du nichts Alkoholisches getrunken hast? Ja. Dann, das würde ich gerne sehen. Ja. Und trocken, oder? Ruhig. Das. Trocken warst du mit ab einem Jahr. So, das muss ich überlegen. Der war in der Mitte. Nee, der war hier. Nee, der war der hier. Der war hier. Nee. Im Tisch sitzen übrigens noch 5 Leute, deswegen immer dieses Getuschel. Also, meine Schwinge auch mit. Ich esse Apotheke. So, warte mal. So. Warte mal, ich muss mal selber riechen. Der riecht nach Baum. Der ist auch nadelig. Das ist auch nadelig. Ja, Nadelbaum. Eibe. Reicht mal rum. So, jetzt kommt der ganz gutige. Eibe in den Nadelbaum. Hat er irgendwas selber stellen? Ich bin gespannt, der steht schon seit 3-4 Monaten in meinem Kühlschrank. Oh, der riecht gut wie Einbaumsimierung. Na, das ist klar. Ist das gerade abgerissen? Nee, das ist ja zum Drehen. Das hast du gerade abgerissen. Das hat zum Drehen. Na, ist egal. Fisch. Ja, der riecht genauso bescheuert wie der alkoholfreie. Nee, der aus, Frau! Der riecht ja. Schenk ein. Wie viel? Also 7cl bitte. Wo ich mir angerufen. 7cl? Na, hier nicht 7. Das ist alkoholfrei. Das schmeckt aber nicht. Also egal. Immer nein. Das ist ja ein kleines Glas. Mhm. Zitter. Nee, nicht mehr bitte. Das sind 6, das ist auch 7 zu 11. Oh Gott, das will ich denke, du bist offen mit Trinken. Das ist alkoholfrei. Ach so. Schön. Grüße. Du musst erfolgreich sein, da geht's schon überleben. Das ist grundsätzlich wahr. Hey, Grüße gehen raus an Flying Uwe, wir haben gerade telefoniert. Das glaubt mir jetzt eh niemand, aber es ist so. Das ist alkoholfrei. Warum soll da das keiner glauben? Nee, das wegen dem Telefonat. Ist ja egal. Ich muss sagen, das schmeckt. Ja, das war was anderes. Gib mal her. Das ist der. Ich will dir mal pur trinken. Das schmeckt überraschend gut im Vergleich zu diesem Schmand hier von letztens. Den kannst, also da würde ich nie so trinken, aber. Das machen wir viel. Das schmeckt sehr lecker. Was soll denn das? Ich sage 14 Kilo. Im Hintergrund wird hier Gras gehandelt. Achso. Mutti. Das ist anders.
Mein Onkel hat, nein, ich halte das schon. Der Onkel hat gefettfingert, aber der Onkel war es nicht. Das war das Handy. Bre. Das ist Most. Alkoholfrei wurde gerade wirklich unter Zuständen geöffnet. Das ist unfassbar. Es war ein lustiges Szenen, aber es ist nicht so schlimm. Das schmeckt doch trotzdem wie Most. Kannst du die Flasche bitte nochmal so ansetzen wie gerade? Das war so schön. Warum? Das gucke ich ja nochmal. Das ist nicht so schlimm. Das ist ja jetzt nicht drauf. Ich muss alles nochmal filmen. Das ist schön sein. Aber so gut wie das Original wird das jetzt bestimmt nie. Nö. Man kann das nie wiederholen. Na doch, das sah auch gut aus. Der schmeckt aber von der Sache her nicht schlecht. Original Most. Wieso? Johannisbeer Most. Aber mal ganz ehrlich, ohne Alkohol macht das Leben keinen Sinn.